Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Antrag der Fraktion der SPD betreffend aktueller Gesetzentwurf für ein Anbauverbot von Gentechnikpflanzen in Deutschland, Drucksache 19/1859. Zum Tagesordnungspunkt 13, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend nationale Regelungen zum Verbot des Anbaus von gentechnisch veränderten Pflanzen, Drucksachen 19, 20 und 95. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten, und wir wollen beide Anträge nachher in den ULA überweisen. Ich eröffne die Debatte und rufe auf zur ersten Wortmeldung Frau Abg. Löbe für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich ist es klar, die Menschen in Deutschland lehnen Gentechnik, auch grüne Gentechnik, überwiegend ab, und das müssen wir ernst nehmen. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland will keine gentechnisch veränderten Pflanzen auf dem Acker oder auf dem Teller. Grundsätzlich bleibt es auf Ebene der Europäischen Union beim bisherigen Verfahren, wonach über die Zulassung von gentechnisch veränderten Organismen in jedem Einzelfall entschieden wird. Nach langem Hin und Her hat es die Europäische Union nun den Mitgliedsländern überlassen, die sogenannte Opt-out-Regelung anzuwenden, das heißt, den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen auf ihrem Hoheitsgebiet zu verbieten, die von der EU-Ebene zugelassen wurden. Nun ist der Antrag der SPD bereits auf den Tag genau ein Jahr alt. Wir wollen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland verhindern. Wir fordern mit dem vorliegenden Antrag zur grünen Gentechnik nun endlich eine zügige Umsetzung der EU-Regelung zum Opt-out in nationales Recht. Die nationale Umsetzung der EU-Regelung muss so ausgestaltet werden, dass der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen grundsätzlich bundesweit und vor allem bundeseinheitlich verboten werden kann und somit Äcker und Umwelt in Deutschland gentechnikfrei bleiben. Im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wurde ein Gesetzentwurf erarbeitet, wonach die 16 Bundesländer jeweils einzeln darüber entscheiden sollten, was angebaut werden darf oder nicht. Das ist aus Verbraucherschutzsicht völlig unsinnig. Unabhängig davon, dass Pollenflug nicht an Landesgrenzen endet, auch der Ausgang von Gerichtsverfahren in allen Bundesländern wäre fragwürdig, wenn z.B. gentechnisch veränderter Mais zugelassen werden soll. Soweit mir bekannt ist, wurde der Gesetzentwurf auch noch nicht zurückgezogen. Die Hessische Landesregierung hat sich ja erfreulicherweise bereits gegen den Entwurf ausgesprochen und mit anderen Bundesländern Ende September 2015 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gentechnikgesetzes für ein bundesweites und bundeseinheitliches Anbauverbot vorgelegt. Wir begrüßen die Initiative der Landesregierung ausdrücklich. In der Sache gab es leider seit Monaten keine Bewegung. Alle zuständigen Gremien in Deutschland, vom Bundesrat bis zu Ministerkonferenzen und selbst das Bundesumweltministerium, waren sich relativ einig, und nur eine bundeseinheitliche Lösung wurde als praktikabel angesehen. Umso erfreulicher ist es, dass nun endlich auf der Agrarministerkonferenz in der letzten Woche eine Einigung, ein Kompromissvorschlag erzielt werden konnte. Aber dazu weiß die Ministerin vielleicht Näheres. Wünschenswert wäre ein EU-weiter Verzicht auf die Anwendung von grüner Gentechnik gewesen, anstatt nationaler Regelungen. Denn die Auskreuzung von gentechnisch veränderten Organismen in die Natur und die Durchdringung von Saatgut- und Warenströmen ist letztlich nur zu vermeiden, wenn großräumig auf grüne Gentechnik verzichtet wird. Wenn wir nun vom doch übertriebenen Lob auf die Landesregierung im Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und vom übertriebenen Lob auf die Bundesregierung in unserem Antrag absehen, haben beide Anträge die gleiche Intention und die gleiche Forderung. Wir werden daher beiden Anträgen zustimmen. Aber darüber hinaus dürfen wir nicht lockerlassen und müssen für eine EU-Kennzeichnungspflicht für Produkte von Tieren, die mit genveränderten Pflanzen gefüttert wurden, weiterhin eintreten. Auch an der Nulltoleranz gegenüber nicht zugelassenen
gentechnisch veränderten Bestandteilen in Lebensmitteln müssen wir festhalten, ebenso wie an der Saatgutreinheit. Es bleibt weiterhin viel zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass wir aufgrund des Tagesordnungspunkts noch einmal klar machen können, warum wir Grüne gegen Gentechnik sind. Die Gelegenheit möchte ich gerne kurz nutzen. Kollegin Löber hat gerade schon angeführt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, aber auch EU-weit gegen Gentechnik auf dem Teller ist. Aus diesem Grund sind wir auch hier in Hessen dem Europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen beigetreten. Die Landesregierung unterstützt Initiativen für einheimische Futtermittel, sodass man nicht auf den Import von Gensoja angewiesen ist. Und auf den eigenen Flächen hier in Hessen gibt es ein Gentechnikverbot. Also, wir handeln hier bereits. Wir wollen, dass die Tür für Gentechnik zu ist, weil sie eben nicht der Schlüssel ist zur Sicherung der Welternährung. Das Gegenteil ist der Fall. Die Gentechnik ist betriebswirtschaftlich auch nicht sinnvoll. Vielleicht überzeugt das ja die Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Das gentechnisch veränderte Saatgut ist teurer als das konventionelle. Es muss jährlich nachgekauft werden. Die Entwicklung und die Zulassung einer gentechnisch veränderten Pflanzensorte kostet 136 Millionen US-Dollar, konventionelle Sorten dagegen 1 Million US-Dollar im Schnitt. Bei der Anwendung von Gentechnik müssen spezielle Pflanzenschutzmittel zur Anwendung kommen. Und diese Pflanzenschutzmittel gehen immer einher mit der Gentechnik, also sozusagen eine Kombinationspackung. Und auch diese Pflanzenschutzmittel sind teuer. Gentechnik verursacht also Schäden, Umweltschäden selbstverständlich. Die biologische Vielfalt wird dadurch gefährdet und zerstört, aber auch wirtschaftliche Schäden. Auch das ist ein Grund, warum wir uns gegen Gentechnik aussprechen. Zur Sicherung der Welternährung brauchen wir ökologisch, sozial wie regional angepasste Anbausysteme und keine Scheinlösung der Agroindustrie, die die Welternährung in eine Sackgasse führen. Und genau aus diesem Grund gab und gibt es auch immer wieder Diskussionen, massiven Widerstand, wenn neue Genpflanzen wie der Genmais Monsanto 810 zugelassen werden soll. Und im Zuge dieser Diskussion hat die EU Möglichkeiten des Opt-outs geschaffen, also nationale Anbauverbote soll es geben in den einzelnen Mitgliedstaaten. Natürlich auch eine Notlösung. Besser wäre es, so etwas nicht zuzulassen. Und hierzu hatte dann die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, Sie haben es schon erwähnt, Frau Löber, die den Ländern die Verantwortung für das Anbauverbot zuschieben wollte. Das wäre zu einem Flickenteppich gekommen, und genau aus diesem Grund haben sich dann auch ganz viele Bundesländer, hat sich doch auch unsere Ministerin dagegen gewehrt, dass die Verantwortung für die Zulassung für den Anbau von Gentechnikpflanzen dann in die Verantwortung der Länder geschoben wird. Und aus diesem Grund hat dann unsere Landwirtschaftsministerin zusammen mit anderen Länderkolleginnen und Kollegen auch für einen alternativen Gesetzentwurf im Bundesrat gesorgt. Wir sind diesem Gesetzentwurf beigetreten. Auch dafür bin ich unserer Ministerin sehr, sehr dankbar. Unsere Position ist und bleibt, die Tür zur Gentechnik muss pollendicht verschlossen sein. Und auch aus diesem Grund begrüßen wir, dass es jetzt zu einem Kompromiss gekommen ist auf der Agrarministerkonferenz. Frau Löber, Sie hatten es ja schon angesprochen. Wir werden dazu sicherlich gleich mehr erfahren. Und dieser Kompromiss zwischen Bundesregierung und den Ländern, soweit ich weiß, geht dahin, dass eben die Anbauverbote in der Verantwortung des Bundes bleiben sollen. Das ist das, was wir ja auch immer gefordert haben. Und dieser Kompromiss geht dann, wenn es so ist, in unseren Augen in die richtige Richtung. Wir sind also der Landesregierung auch in diesem Sinne sehr dankbar, dass sie an diesem Kompromiss mitgearbeitet hat. Und wir fordern die Bundesregierung, wir fordern den Bundeslandwirtschaftsminister auf, dann auch entsprechend dieses Kompromisses dann, das in ein Bundesgesetz zu gießen.
Vielleicht noch so viel dazu, weil Sie haben hier gerade noch erklärt, was man alles machen sollte beim Thema Gentechnik und welche Forderungen die SPD hier hat. Ich muss sagen, Ihr Antrag ist da doch sehr wachsweich und auch sehr schwach und kraftlos, genauso kraftlos wie das, was im Koalitionsvertrag steht. Wenn die SPD hier so kämpferisch ist, da stehen gerade einmal 3 Sätze zum Thema Gentechnik. Alles, was hier steht, sind Absichtserklärungen. Alles, was da steht, sind die Dinge vorzuschreiben, die schon existieren. Und auch, was Sie gerade vorgetragen haben, Frau Löber, zum Thema gentechnisch veränderte Futtermittel bei Tieren, das soll gekennzeichnet werden. Da gibt es bis dahin überhaupt keine Initiative. Also von daher, wir unterstützen, die Landesregierung unterstützt die Bundesregierung da immer sehr gerne, immer wieder. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Herr Abg. Lenders für die FDP-Fraktion. Fachmann Gentechnik. Gut, okay. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die Menschen haben viel Skepsis, was die grüne Gentechnologie anbelangt. Sie haben viele Sorgen bei all dem, wenn Sie daran denken, dass Sie etwas, das gentechnisch verändert ist, in den Mund nehmen sollen. Und trotzdem muss man sagen, es gibt ja auch einen Widerspruch bei den Menschen, weil gibt es in der Medizin eine ganz andere Einstellung, nämlich dann, wenn die Menschen sagen, mir geht es nicht gut, kann die Medizin mir helfen? Da sagen wir mal so, da kann es eigentlich nicht schnell genug gleich aber zack in die Ader gehen, um wenn es dann gut tut. Also diesen Widerspruch, das ist in der Gesellschaft so, das muss dann Politik dann auch ein Stück weit aushalten. In der Medizin habe ich jetzt gesagt, also das, ich habe von weißer Gentechnologie habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesprochen, sondern ich habe nur die Medizin gemeint. Also ich weiß jetzt nicht, wo genau die Aufregung herkommt. Und meine Damen und Herren, um dann mal ein paar Zahlen zu nennen. Weltweit sind 82% des Sojas aus sogenannten gentechnisch veränderten Soja im Anbau. Oder weltweit ist dies bei rund 30% beim Mais der Fall. Ebenfalls sind große Mengen an Raps und Baumwolle als gentechnisch veränderte Pflanzen im Verkehr. Das gilt übrigens auch für Bioprodukte, die nur die aktuellen Kennzeichnungspflichten erfüllen, aber auch nicht frei sind, wirklich frei sind von gentechnisch veränderten Organismen. Meine Damen und Herren, das spiegelt sich dann in den Futtermitteln wider. Wenn die Landesregierung die Eiweißstrategie verfolgt, dann ist das richtig und sollte man das machen. Man sollte nur nicht dem Irrglauben erlegen, dass es morgen am Tag oder im nächsten Jahr, in den nächsten 2, 3 Jahren dafür sorgen wird, dass wir auf Futtermittelimporte verzichten können. Meine Damen und Herren, viele Fasern enden dann in Kleidung. Und all das lässt uns dann zu der Überzeugung kommen, dass wir es durchaus mit einem mündigen Bürger zu tun haben. Und wenn er diese Sorgen hat, dann müssen wir für eine hundertprozentige Kennzeichnungspflicht sorgen, egal bei welchen Produkten, ob das Nahrungsmittel sind, ob das Kleidung ist, dass der Verbraucher auf jeden Fall weiß, ob dort gentechnisch veränderte Produkte drin sind oder nicht. Das ist keine neue Forderung von uns. Das haben wir schon so oft gesagt. Meine Damen und Herren, tatsächlich gibt es bisher keine Studien, die Erkenntnisse über Gesundheitsgefahren durch gentechnisch veränderte Pflanzen gebracht hätten, aber es ist ein Stück weit auch eine Vorsorge, die man mit so einer Kennzeichnungspflicht dann betreiben würde. Letztlich heraus muss man allerdings sagen, wenn man die Gentechnik so diskutiert, wie das hier oft der Fall ist, dann werden wir auch die letzten Biotech-Unternehmen aus Deutschland vertreiben. Und meine Damen und Herren, dann sehe ich dann schon einen Ansatzpunkt, denn wir werden eine immer mehr wachsende Bevölkerung ganz ohne moderne technische Produktionsweisen bei Lebensmitteln, werden wir solch eine Weltbevölkerung nicht vernünftig ernähren können. Es gelingt uns in Deutschland, aber nicht weltweit. Und wenn wir uns komplett von modernen Möglichkeiten verschließen und diese Tür komplett zuhauen,
dann müssen Sie dann auch die Frage beantworten. Es gibt z.B. Forscher in der Schweiz, die heute einen Apfel gentechnisch verändert haben, einen Apfel, der nun resistent ist gegen Pilze und andere Krankheiten, der dadurch wirklich hervorragende in der Ökobilanz hervorragende Leistung bringt. Das sind keine Wissenschaftler, das ist kein Wissenschaftler, der aus dem neoliberalen Ecke kommt, sondern der kommt aus der, ich sag mal, wenn ich so will, aus der grünen Ecke und der eine neue Technik entwickelt hat, wo wir heute nicht mehr über eine gentechnisch veränderte Pflanze reden, sondern tatsächlich um eine neue Art uns unterhalten müssen. Das sind ganz neue Technologien in der Gentechnik. Und wenn wir uns auch solchen modernen Techniken verschließen, dann machen wir uns dann am Ende, versündigen wir uns auch am Ende an der Zukunft und an neuen Möglichkeiten. Meine Damen und Herren, dieses Unternehmen, dieser Forscher ist dann aus der Schweiz in die Niederlande ausgewichen. Das zeigt natürlich auch das Problem. Am Ende ist es keine Frage, was Sie in einem Land wie Hessen regeln können. Am Ende ist es tatsächlich eine Frage, die der Bund regeln muss. In dem Sinne, in dieser Stoßrichtung, glaube ich, ist der SPD-Antrag ein bisschen weiterführender, ein bisschen klarer, wenn man denn solch eine Politik verfolgen will. Da aber in beiden Anträgen unsere Intention von der 100-prozentigen Kennzeichnungspflicht nicht die Rede ist, werden wir auch beiden Anträgen nicht zustimmen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Landau für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich hatte mir aufgeschrieben, was die Vorbehalte gegen Gentechnik und hier will ich ergänzend gegen grüne Gentechnik angeht. Ich bin froh, dass Vorredner dann schon geklärt haben, dass sozusagen die Vorbehalte der Bevölkerung nicht gegen Gentechnik in Gänze, sondern vornehmlich erst einmal gegen grüne Gentechnik besteht, dass das schon ein wenig differenzierter betrachtet wird, wenn es um die rote oder weiße Gentechnik geht. Die Opt-out-Regelung, die hier schon angesprochen worden ist, ist ja Bestandteil einer entsprechenden EU-Richtlinie. Und diese lässt Zulassungsablehnung auch aus nichtwissenschaftlichen Gründen zu. Dazu gehört in etwa die Stadt- und Raumplanung, die Bodennutzung, sozioökonomische Auswirkungen oder agrarpolitische Ziele. Deutschland und 16 andere Mitgliedstaaten der EU haben sich zu dieser Option bekannt. Wir verstehen die Begründung des Bundeslandwirtschaftsministers für die Entscheidung des Bundes, so wie sie jetzt noch steht, wonach der Anbau von GVOs unvereinbar mit der in Deutschland üblichen Ackernutzung sei und das Risiko der Verunreinigung heimischer landwirtschaftlicher Erzeugnisse erhöhe. Dies teilen wir. Wir begrüßen die von der EU ermöglichte Option sowie die Entscheidung des Bundes zur Anwendung dieser Option. Und wir wollen diese Option nun auch genutzt sehen. In unserem Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, auf landeseigenen Flächen keine gentechnisch veränderten Organismen anzubauen. Unter der Qualitätsmarke geprüfte Qualität aus Hessen dürfen keine Produkte, die nach den Kennzeichnungsvorschriften der Europäischen Union oder des Bundes in Bezug auf die Gentechnik gekennzeichnet werden müssen, vermarktet werden. Um unsere Haltung deutlich zu machen, ist das Land auch am 21. Mai 2014 dem europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen beigetreten. Wir sind dort in guter Gesellschaft von unter anderem 8 weiteren Bundesländern, allen österreichischen Bundesländern sowie 18 französischen und 13 italienischen Regionen. Im Zukunftspakt Hessische Landwirtschaft haben sich alle Seiten zu einem freiwilligen Verzicht auf den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen geeinigt. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass trotz Anbauverbot und des nicht gewollten Anbaus von Gentechnikpflanzen in Deutschland Futtermittel weiterhin häufig aus gentechnisch veränderten Pflanzen bestehen können. Wenn es also auch darauf ankommt, dass heimische Rinder, Schweine und Hühner
gentechnikfrei gefüttert werden, dann muss der derzeitige 60-prozentige Anteil an gentechnisch veränderten Futtermittelimporten reduziert werden. Dazu ist beabsichtigt, in Hessen Anbauflächen für regionale, eiweißhaltige Futterpflanzen in den nächsten Jahren über Förderung und Beratung der Landwirte stark auszuweiten und die sogenannte Eiweißlücke beständig zu verkleinern. Es gibt einen gewissen Konflikt, und auch der ist von meinen Vorrednern schon thematisiert worden, nämlich welche staatliche Ebene hier in Deutschland die Entscheidung über konkrete Anbauuntersagungen treffen sollte. Der Bund oder die Bundesländer. Beide Landtagsanträge sprechen dies an. Der Bundesrat hat sich für ein vorrangig national einheitliches Verbot ausgesprochen. Auch auf der Agrarministerkonferenz der Länder wurde im September des vergangenen Jahres einstimmig ein nationales Anbauverbot gefordert. Der Bund verweist hingegen darauf hin, dass die Länderzuständigkeit in dieser Frage der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland entspricht und die Länder die für die zwingenden Gründe eines Verbotes notwendigen konkreten Bedingungen vor Ort besser kennen. Auch wenn dies plausibel klingt, bleiben wir grundsätzlich bei der Forderung nach bundesweiten und bundeseinheitlichen Regelungen, weil wir kleinteilige Lösungen über 16 Bundesländer in diesem Fall nicht für optimal halten. Was wir aber auf jeden Fall einfordern müssen, ist eine praxistaugliche und sichere Rechtslage, mit der das Land Hessen seinen Weg eines gentechnikfreien hessischen Land- und Forstwirtschaft weitergehen kann. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben ja im Koalitionsvertrag Ziele vereinbart, die Hessen gentechnikfrei gestalten sollen, vor allen Dingen die Land- und Forstwirtschaft. Wir haben wesentliche Schritte bereits unternommen. Wir sind dem europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen beigetreten. Wir haben einen Kabinettsbeschluss gefasst zur Gentechnikfreiheit auf landeseigenen Flächen. Die Initiative Gentechnikfreies Futter ist ja auch schon gestartet. Ich muss sagen, dass das von der Landwirtschaft unglaublich gut angenommen wird, sowohl die Beratung als auch die Möglichkeit, Versuchsfelder anzulegen und das dann auch in den Regelbetrieb zu überführen. Und Herr Lenders, ich möchte einen Punkt Ihnen noch einmal mitgeben zu bedenken, weil Sie noch einmal darauf hingewiesen haben, dass es so viele Menschen weltweit gibt, die ja durchaus auch Hunger leiden. Es gibt inzwischen genügend Studien, die nachweisen, dass man grüne Gentechnik nicht braucht, um den weltweiten Hunger zu besiegen. Im Gegenteil, es macht die Landwirte abhängig von den großen Saatgutherstellern. Das ist eher das Problem, was man hat, wenn Monsanto und Ähnliche genau die Monopole haben auf das Saatgut, das sie ja dann entsprechend auch gentechnisch verändern. Abgesehen von den Schäden bei der Biodiversität, dem Artenschutz und auch dem Wasser. Meine Damen und Herren, die Zeit ist ein bisschen hinweggegangen über die beiden Anträge, die heute hier vorliegen. Es ist tatsächlich so, dass es einen Gesetzentwurf seitens des Bundeslandwirtschaftsministeriums gab, der bedeutet hätte, dass es einen Flickenteppich gegeben hätte in Deutschland, weil der Bund den Ländern die Verantwortung zuschieben wollte, die entsprechenden Regelungen, Verbotsregelungen zu treffen, die nach dem Opt-out möglich sind. Leider hat ja auch die Bundesregierung mit anderen Staaten verhindert, dass es ein EU-weites Verbot gibt. Jetzt haben wir die Opt-out-Regelung, aber dann muss es wenigstens möglich sein, dass wir ein deutschlandweites Verbot hinbekommen. Daran haben wir
Daran haben wir mit Nachdruck gearbeitet im letzten Jahr. Als ich den Vorsitz der Agrarministerkonferenz hatte, haben wir eine Arbeitsgruppe eingerichtet zwischen einigen Ländern und dem Bund, haben ein gemeinsames Kompromisspapier erarbeitet auf Grundlage des Bundesratsbeschlusses, der ja auch mit Initiative Hessens dann beschlossen wurde. Und seit dem 15. April der Agrarministerkonferenz dieses Jahres ist klar, wir haben ein Einvernehmen mit dem Bundeslandwirtschaftsminister, dass es ein bundeseinheitliches Anbauverbot geben soll. So, das ist eine gute Botschaft. Wir werden jetzt aber den Bundeslandwirtschaftsminister natürlich beim Wort nehmen, dass das auch umgesetzt wird. Er hat versprochen, dass es in der Wahlperiode des Bundestages auch noch durchgesetzt wird. Wir werden dem natürlich entsprechend auch nachgehen. Ich möchte abschließend noch einmal darauf hinweisen, dass auch bereits im Herbst 2015 alle Antragsteller der Aufforderung, das Hoheitsgebiet Deutschlands aus ihren beantragten GVO-Zulassungen auszunehmen, zugestimmt haben. Das war ja die erste Hürde. Es wird also bis auf Weiteres kein Anbau gentechnisch veränderter Organismen in Deutschland geben, weil das auch in den anderen Bundesländern so der Fall war. Wir werden uns auf dem Erfolg nicht ausruhen, sondern werden darauf dringen, dass jetzt der Bund sein Versprechen auch umsetzt. Ich freue mich über die breite Unterstützung des Hessischen Landtages, dass wir das auch weiterhin auf der Tagesordnung halten. – Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Es verabredet, dass wir die beiden Anträge in den ULA überweisen. Dem widerspricht keiner. Ist das somit? Gut. Umso mehr. Dann rufe ich auf zur Abstimmung den Antrag Nummer 12, Antrag der Fraktion der SPD betreffend aktueller Gesetzentwurf für ein Anbauverbot von Gentechnikpflanzen in Deutschland, Drucksache 19/1859. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Das ist DIE LINKE, das ist die SPD. Wer ist dagegen? FDP, CDU und die GRÜNEN. Damit ist der Antrag abgelehnt. Punkt 13, Dringlicher Antrag der Fraktion. Entschuldigung, Frau Öztürk. Frau Öztürk hat zugestimmt. Dann kommt der Punkt 13, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Nationalregelung zum Verbot des Anbaus von gentechnisch veränderten Pflanzen, Drucksache 19/2095. Wer stimmt dem zu? Das ist CDU, Grüne, SPD und DIE LINKE und Frau Öztürk. Und wenn dagegen die FDP, Enthaltungen? Kein. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Meine Damen und Herren, wir wollen die Tagesordnung insofern bereinigen, dass wir entscheiden, wo wir hinschicken, die Anträge. Bleibt alles erst einmal so. Nein, Herr Schaus. Augenblick, jetzt. Herr Präsident, wir bitten, den Antrag Top 60, Handels- und Investitionsschutzabkommen CETA, abschließend in den BVA zu schicken. Hinten angefangen. 60 soll abschließend in den WVA. Aha, kein Widerspruch. Ist das so? Wenn da geht alles andere ins nächste Plenum? Durch die Bank durch? Kein Widerspruch, da ist das so beschlossen. Und damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss.